Aufzeichnung wird gestartet. Oh. So, jetzt schauen wir mal. Es ist eigentlich immer wieder mit dem Drehen und mit dem Wiederholen. Man macht sich das Leben so unendlich schwer. Und es ist einfach eine große Erkenntnis, dass man einfach mal das machen müsste, was man die klassische Meditation nennt, die aber hier auch einen Fehler macht, dass sie das Absolute am Anfang ignoriert. Es ist also, wenn ich jetzt mich beobachte, geh einfach bitte den Gedankengang mit und ich muss jetzt wie jedes Mal vorneweg sagen, ich erkläre es jetzt dem, der mich sprechen hört. Das ist schon die Frage, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was ist das, was jetzt den Udo sprechen hört? Ja, ich. Und da kommen wir jetzt, dass du feststellst, es ist unbefriedigend, wenn du sagst ich. Weil, was verstehst du bei dem Wort ich? An was denkst du, wenn du das Wort, wenn du an dich denkst? An was denkst du dann? Also bleiben wir jetzt erst einmal ganz am Anfang, was ist eigentlich Denken? Was passiert, wenn ich denke? Wir haben jetzt jemanden, der denkt. Wenn ich denke, habe ich einen ständigen Wechsel von Informationen. Das ist jetzt so, das kann man so nachvollziehen als normaler Mensch. Und ich werde dir jetzt einmal zeigen, da ist auch alles wissenschaftlich sehr definiert, aber mit einem riesengroßen Problem, mit einem riesen Fehler, das ist das chronologische Denken. Egal, wen du dir ausdenkst. Das heißt, ich gehe jetzt einmal ganz, ganz kurz darauf ein, dass das Denken selber ein Zerdenken ist. Was bedeutet eigentlich Denken? Was ist das Wort Denken? Wir hebraisieren das ja immer und dann sage ich, DN ist das Öffnen einer Existenz. Die Radix, Dalet Nun, heißt Urteilen. Interessant, 450. In der Zahlenebene ist es 450. Und ich habe immer wieder gesagt, du kannst jetzt aus der 4, kannst du 40 machen. Eine Stufe höher, dann kriegst statt DN, kriegst du MN. Das heißt aber auch Urteilen. Das ist Mahn, das ist Mens, das ist Denken. Und du kannst noch eine Stufe und kannst dann auf 450 gehen. TN. Dann kriegst du das Gegebene. Das Gegebene. Das ist dieses Spiel, ist, weil ein arithmetischer Hintergrund da ist. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen. Ich mache das einmal nochmal, wenn du jetzt ein normaler Mensch, dich als normalen Menschen denkst, und das passiert in dem Moment, wo du an dich selbst denkst, machst du dich zu einem Gedanken von dir selbst. Du zerdenkst dich, das sind deine Divisionen. Das ist ein ständiger Wechsel. Wer denkt jetzt eigentlich? Wer denkt sich dieses Gespräch jetzt aus? Da wirst du nicht sagen ich, sondern weil du davon ausgehst, dass du mit dem Gespräch, das du jetzt wahrnimmst, nichts zu tun hast. Du bist ja bloß der Zuschauer. Das ist, gilt übrigens auch für dich als Geist. Der träumende Geist ist zuerst einmal der Zuschauer, der sich seinen Traum anschaut. Jetzt ist die große Frage, denkt sich der träumende Geist den Traum selber aus? Lässt sich ganz leicht beantworten, der träumende Geist kann sich nicht raussuchen, was er denkt. Genau. Aber all diese Aussagen sind einseitig. Weil ich dann doch immer wieder behaupte, zuerst einmal wird der träumende Geist das erleben, was er sich selber ausdenkt, was er träumt. Aber dann haben wir das nächste Problem, dass dieser ausgedachte träumende Geist ein Gedanke ist und Gedanken können nichts erleben. Das ist jetzt jeder Satz ist sehr, sehr wichtig, wenn du genau bist. Dann wirst du irgendwann einmal merken, wie wichtig dieses Aufgespanne ist. An was denke ich, wenn ich an mich selbst denke? Ja, an mich. M-Ich ist schon ein gestaltgewordenes Ich. M ist Gestaltwerdung. Ja, was verstehst du unter Ich? Was für ein Bild, was für eine Vorstellung wirst du auf, wenn du an dich denkst? D-Ich ist ein geöffnetes Ich. Und dann wirst du zuerst einmal die akzeptieren an den jetzt aktuellen Körper. Jedes Bild, das in dir auftaucht, jede Information ist immer aktuell, weil jede Information, die du siehst, ist hier und jetzt. Deine aktuelle Information ist das, was du jetzt siehst. Das muss nicht unbedingt dein Körper sein. Bloß wenn du nicht an den Körper denkst, existiert er nicht. Was ist das, was denkt? Und du sollst es einfach anschauen. Ganz dir bewusst machen. Um dir das bewusst zu machen, musst du dich aus diesem Spiel herausbewegen. Du musst dich darüber erheben. Genau. Ich habe gerade jetzt gedacht, vorhergehen, bevor man die Aufnahme eingeschaltet hat, habe ich das so schön in klaren Worten der Elke nochmal erklärt.
ich benutze jetzt das Wort Elge für einen Geistesfunk, der glaubt, die Elge zu sein, weil ich Gedanken nichts erkläre. Ich sage, du musst erst einmal einen Zustand bekommen, dass du wirklich jeden Moment dir bewusst machst, dass du irgendeine Information von dir, einen Gedanken, egal ob der jetzt nur gedacht ist oder ob er sinnlich wahrgenommen optisch auf der VR-Brille erscheint. Du kannst Gedanken, existierenden Dinge nicht erklären, was die Ewigkeit ist. Und ich sage, kann du Geist, egal welchen zum Denken benutzt, sofort neu vollziehen, vorausgesetzt, du bist neugierig auf dich selbst, rotgeschrieben auf das, was du bist. Und das geht einher, dass du immer mehr loslassen musst von dem Glauben, von dem, was du zu sein glaubst, was du mit aller Gewalt versuchst, möglichst lange im Leben zu halten. Der Affe, der in dem Moment diese sterbliche Säugetier, das als Information sinnlich wahrgenommen, gefüllt in dir entsteht, in dem Moment, wo du jetzt an deinen Körper denkst. Ja, was denkt jetzt eigentlich? Ja, mein Gehirn. So, die große Frage ist, dass du mal, existiert eigentlich ein Gehirn, wenn du nicht an das Gehirn denkst? Jeder tiefgläubige Materialist, jeder tiefgläubige religiöse Mensch und auch jeder Esoteriker, wenn ich immer so ironisch sage, wenn die ihre Müsli-Scheiße reinfressen, diese spirituellen Menschen, dass an ihren heiligen Körper nichts hinkommt. Natürlich nur Einseitigkeiten, das darfst du essen, das ist gesund und das ist schlecht für den Körper, ungesund. Es ist ein Rezitieren von Schwamminhalt, von anerzogenen, einprogrammierten Wissen, egal welches Programm du hast. Es ist sehr, man kommt immer wieder in die Schwebe. Jetzt dieses religiöse Video, glaube ich, die Kerstin oder ich weiß nicht, wer es reingestellt hat, in den Chat. Wir können das verlinken mit dem Trump, wo hier Christen sagen, das ist der neue Messias. Die großen Massenmedien sehen das total falsch. Ich habe ganz am Rande angesprochen, der zu meinen, der Biden ist besser wie der Trump. Auch nicht. Es geht nicht um einen Trump und einen Biden. Es geht nicht um für Corona oder gegen Corona. Es ist immer das Problem, ist er welcher Berg oder Tal? Das ist das eigentliche Problem. Unser letztes Selbstgespräch. Was ist jetzt zuerst da? Das Ei oder die Henne? Ich sage, was ist zuerst da, wenn sich eine Gedankenwelle aufspannt? Der Berg oder das Tal? Es ist so eine geistlose Frage. Das, was wirklich zuerst da ist, ist das dann mal der sich die Welle ausdenkt. Der sich dieses Spiel Ei und Henne ausdenkt. Der sich das Spiel für Corona gegen Corona oder für Biden oder gegen Biden, für Trump gegen Trump. Wir haben übrigens dann die vier Seiten, so wie ich es jetzt gesagt habe. Der sich das ausdenkt, der ist zuerst da und der ist immer da. Der ist auch dann da, wenn er an diese Dinge nicht denkt. Du bist auch dann da, wenn du nicht an Corona denkst, du bist dann da, wenn du nicht an den Trump denkst, du bist auch dann da, wenn du nicht an den Affen denkst, an den du jetzt wieder denkst, wenn du dir den ausdenkst, der jetzt vorm Computer sitzt und sich das Video anschaut, der übrigens gar nichts sehen kann und nichts hören kann, weil das ein Gedanke ist. Dann müsste ja in dem Moment, wo du den nicht mehr denkst, das Gehirn nicht mehr denkst, müsste auch das Video weg sein. Du bist ja so hundertprozentig sicher, dass dein Gehirn auch dann arbeitet, denkt und wahrnimmt, wenn du nicht an das Gehirn denkst. Was ist das für eine Vorstellung von 100% sicher? Wenn du die Gedanken jetzt mitgehst, muss dir eins klar sein, Holofeeling zerstört alles an Glaubenssystemen, ob das religiöse Glaubenssysteme, politische Glaubenssysteme sind, ob das esoterische Glaubenssysteme sind, werden durch Holofeeling zuerst einmal vollkommen zerstört. Die werden entlarvt als geistloses Geschwätz, als Fallen. In Wirklichkeit ist alles ganz anders. Jetzt kommt aber bei Holofeeling, dass ich dann wieder sage, egal welche Bücher du mir zeigst, die haben alle recht, aber bloß ein bisschen, du musst bloß das Spiel mit den Perspektiven verstanden haben. Dass es eine höhere Ordnung gibt. Und die wirst du nicht verstanden haben, solange du immer noch vollkommen unbewusst dir Dinge ausdenkst. Wo heraus denkst du dir eigentlich was heraus? Wo ist es? Wo heraus denkst du dir das, wenn du dir was ausdenkst? Aus dir heraus in eine Vorstellung, wenn du dir jetzt zum Beispiel Wien ausdenkst, aber das Thema hat man schon lange, aber wo kommt das Wien her, wenn du das bloß denkst, dann ist das Wien doch in dir drin. Ja, genau. Es ist dieses Innen. Aber wo kommt das, was jetzt in dir auftaucht, als Gedanke her? Da muss ja noch ein tieferes Innen geben. Dieses absolute Innen, dieses, ich mache mal das Unendlichkeitszeichen. Ja. Wo unendlich viel ist in dem Punkt.
Das ist das Kreuz mit dem Denken. Ja. Dass immer, wenn ein Gedanke in dir auftaucht, taucht er in dir auf. Das ist ein Innerhalb. Und dann kannst du den zusätzlich dir nach Innerhaal, Außerhaal, Baby. Mhm. Du wirst dann merken in einer Grundreihe, aber das, ich will jetzt gar nicht in die Worte so auch gehen. Das, was jetzt so einfach klingt, so, du lebst in der Welt deiner Interessen. Und dir muss zuerst wirklich klar sein, darum wiederholt es, du vergisst es immer und immer wieder. Jede Kleinigkeit gehst du in die Vergessenheit. Du sollst dich nur auf das konzentrieren, fokussieren als jetzt. Bewusstsein, was ja. jetzt da ist. Existierend, ich meine existierend. Alles, was du jetzt nicht siehst, existiert für dich nicht, für dich Geist. Und jetzt muss man natürlich wissen, diese Schichten, das ist natürlich trotzdem noch da. Das habe ich so oft erklärt. Ich habe eine schöne Metapher gerade gesagt, habe ich noch nie benutzt, ist zwar nicht neu, habe ich versucht, der Elgi zu erklären. Ich sage immer wieder, du denkst jetzt, unsere 200 Gramm rote Knete wäre ein Computer. Ja. Das ist das Bewusstsein. Und so wie die Knete immer nur ihre ständig wechselnde Form beobachtet, das ist die Information. Mhm. Ohne, dass sie sich dabei selber verändert. Das ist der träumende Geist, mein Symbol. Und ich sage, wir können als Symbol ja auch einen Computer setzen, dass du als Computer letzten Endes jetzt Bewusstsein, Geist bist, rot geschrieben, nicht denkbar. Ich muss ja immer Vorstellungen machen, wenn ich mit dir kommuniziere. Und du als Computer letztendlich nur das erlebst, was auf dem Bildschirm auftaucht. Beziehungsweise jetzt die Lautsprecher wiedergeben. Diese Welt auf dem Bildschirm definitiv ist der ständige Wechsel deiner Informationen. Es ist dann immer nur das existierend, da, geöffnete Schöpfung, blau gelesen, beziehungsweise 470 als Ayin gelesen, das heißt der geöffnete Augenblick, dieser Beckenblick, das wäre jetzt deine Verabredung, ich mag es so, wenn das sinnlich wahrgenommen ist oder feinstofflich, das ist das, was existiert und all das, was in die Existenz kommt, in einem ständigen Wechsel, ist natürlich auch da, wenn es nicht existiert, aber dann wird es da rot, dann ist es die geschlossene Schöpfung oder die geschlossene Quelle, das ist das, was du im Arbeitsspeicher oder noch tiefer auf der Festplatte hast. Ja. Okay? Und jetzt wird es interessant. Das heißt, wenn du Computer jetzt an dich denkst, an dich selbst denkst, taucht auf dem Bildschirm ein Computer auf. Mhm. Der Computer auf dem Bildschirm ist aber nicht der Computer, der das erlebt. Ja, klar. Das heißt, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, taucht als Information dein Körpergefühl auf. Egal, ob du dir jetzt an früheren oder an späteren Körper denkst, es ist jetzt, wo du sagst, das bin ich. Ja, ja. Ja, wer denkt jetzt eigentlich? Du sagst normal ich und dann ist natürlich diese Falle jetzt mit meinem Gehirn, mein Körper ist ja auch dann da, wenn ich nicht dran denke. Das ist schon die erste Falle. Nein, du bist der, der sich einen Körper ausdenkt und du denkst dir den Körper genauso aus wie alles andere und das Gehirn denkst du dir genauso aus. Also der Glaube, dass das Gehirn in dir denkt und das Gehirn das erlebt, was dieses Gehirn selber denkt, ist so unendlich geistlos, dass dich Worte sprachlos machen, dass du ein hier und jetzt ausgedachtes Leben diese Scheiße geglaubt hast. Diese Exkremente. Es ist wirklich nur Dreck. Generationen in Dreck. Die wird dann auch das Vorher- und Nachher-Denken wird dir irgendwann einmal bewusst werden. Dass das trügerisch ist. Du kannst nur jetzt denken. Es ist de facto, es ist hundertprozentig sicher, dass alles, was du denkst, jetzt eine Information ist von dir selber, die du dir anschaust. Und ich sage immer dazu, das schreibt dir sogar der materialistische Glaube vor. Aber wenn ich jetzt sage, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, im unbewusstesten Zustand bist du der Körper. Das kleine blaue Ich. Alles andere bist du natürlich nicht. Das ist schon wieder eine Definition von verschiedenen Informationen. Die Information bin ich und die anderen Informationen bin ich nicht. Ich mache dann immer, ich weiß nicht, wie viel tausendmal in Selbstgesprächen, ich sage extra die tausendmal immer dazu, dass ich sage, wenn du immer bist, wenn du das Meer bist und du schmeißt Wellen auf, du bist alle Wellen, du bist jeder Gedanke, du bist jegliche Art von Information und du bist es doch nicht. Weil du nämlich unveränderlich immer die 200 Gramm rote Knete, immer derselbe Computer bist, dasselbe Meer Symbole. Und die Wellen sind die Hälfte von dir, die sich ständig verändert. Das ist These und Antithese. Etwas Immerseiendes und sich etwas ständig Veränderndes. Du hast es nicht verstanden. Wenn du das verstanden hast, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst und keine Probleme mehr. Schon gar nicht das Problem, dass du Angst hast, dass sich irgendwas auflöst.
Diese Angst beruht darin, dass du meinst, dass ein Großteil der Sachen, die du jetzt denkst, die du vielleicht meinen Besitz nennst, meine Lieben, meine Freunde, meine Eltern, meine Kinder, dass die ja nur immer existieren in dem Moment, wo du sie denkst. Die eigentliche Angst, die verlieren zu können, besteht darin, dass du glaubst, die laufen auch unabhängig von dir, außerhalb von dir, Bruch des zweiten Gebotes. Die sind auch dann da außen, wenn du nicht dran denkst. Und darum hast du Angst, dass die du verlierst. Und ich sage, du verlierst sie aus deinem Bewusstsein, wenn du sie dir ausdenkst und in dem Moment, wo du sie nicht mehr denkst. Und das ist jedes Mal der Fall, wenn du an was anderes denkst, weil die Gnade sich ja nur umformt. Du kannst der Gnade keine neue Form geben, wenn du nicht im selben Moment die bestehende Form wieder egalisierst. Wieder zurücknimmst, das Ausgedachte. Das ist das Spiel. Das ist hundertprozentig sicher. Und du solltest, ist jetzt nur ein Vorschlag. Ich schreibe nicht zu niemandem vor, was er glauben soll. Ich erkläre dir, was du bist. Und ganz grob, wie du funktionierst. Und egal, was du nachplapperst, was Schwamminhalt ist, im letzten Gespräch, es ist unheimlich wichtig, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, an den Körper. Den du sagst, das ist mein Körper. An den Menschen kannst du schon gar nicht denken, wer du bist. Weil der Mensch, wie gesagt, der ganze Lebensgeschichte ist. Dann kannst du schon wieder Facetten rausholen, dann denkst du dir halt jüngere oder ältere Körper. Ich spiele immer wieder dasselbe Spiel durch. Interessant wird das Ganze mit der Sprache selbst. Wenn du dir Denken anschaust, wir gehen nochmal, da wirst du nämlich ganz eigenartig merken in der Etymologie, jetzt muss ich doch kurz einschalten. Schauen wir mal ganz kurz, habt ihr das Bild? Holger, ja. Ja. Schau, wir machen hier mal das Denken. Was ist Denken? Bezeichnet alle Stufen und Formen der menschlichen höheren Schau, das ist ja voller Materialismus. Die Gehirntätigkeit. Denken sind Gehirntätigkeit. Es ist logisch, du bist so programmiert, du kannst nicht anders, weil was denkt, bin ja nicht ich, sondern mein Gehirn. Verstandesarbeit leisten, etwas überlegen. Schau mal, Ed 470 Waff. Ed tausendfach eine augenblickliche Erscheinung, blau gelesen, ist zur Zeit, zur ist zur Form gewordene Zeit, zur die Geburt einer aufgespannten Berechnung. Und das ist die Abkürzung von etwas. Das ist seine Zeit, sein Zeitpunkt. Seine augenblickliche Erscheinung. Das ist genau diese kleine Etwas. Ich könnte jetzt auch sagen, augenblickliche Erscheinung doppelt aufgespannt. Und das ist das, was du überlegen musst. Ich verweise nochmal auf das Mendior, das Lateinische. Mens, Mendior. Etwas überlegen und dasselbe hast Lügen verbreiten. Darum bist du dann gesinnt. Das ist GE Quadrat. Das heißt, der Geist ist die Energie und es zeugt jetzt einen Sinus mit zwei G, Sinn, ND. Das sind die zwei Ns, die in Erscheinung treten. 50-50 gibt 100, das ist Kopf, Affinität. Wir haben wieder unser W. Etwas beabsichtigen im Sinne haben. Die Wahrnehmung einer polaren Existenz. Okay, etwas meinen, etwas glauben. Da haben wir schon wieder geil die Welle. Und jetzt, wenn wir in die Zahlenebene gehen, wird das natürlich ganz interessant, weil mir jetzt erst einmal die, wenn ich jetzt die einzelnen Buchstaben nehme, der Glaube selber besteht erst einmal aus einem G. Wir schauen ganz, ganz grob, ohne reinzugehen, da wissen wir, das ist der Geist oder das Gehirn. Geist. Das ist der Geist, den du nicht denken kannst, symbolisieren wir mit dem Gehirn. Okay, darum ist jetzt bewusster Geist oder unbewusster Geist ist gleich Gehirn, ist Verstand, Intellekt. Schauen wir mal die Werte an. Das ist der Totalwert 3, der äußere Wert 3, Geist und Gehirn. Der Atmaschwert, das gespiegelt ist, die 200, das ist der Kopf. Das ist unser Rosh. Der verborgene Wert ist jetzt die Quelle, Pyramidenwert D3. Diesbezüglich führt uns dieses G, das ausgeschrieben ja Gimmel heißt, GML,
Kamel, entwöhnen, entreißen, reif werden, Vergeltung. Da will ich jetzt nicht ganz so genau reingehen, was mir wichtig ist, dass das in Formeln eigentlich, habe ich hingewiesen, die Einstein-Formel ist. Das ist jetzt, ich bin nur Ausgangsbasis unser Gall. Das ist erst einmal der Geist rot gelesen und dann kommt hier das ML, das Licht, physikalisches Licht. Das ist E Quadrat ist M mal C, weil der Geist ist eigentlich auch die Energie. Genau genommen ein E Quadrat. Wichtig ist, wenn man das ML, der Geist erzeugt ein gestaltgewordenes Licht, das ML alleine, dieses gestaltgewordene Licht, wenn wir das blau machen, heißt das erst einmal beschneiden, davor hat beschneiden, beschnitten. Genau geliebe, was du feststellen, wenn du das Wort genauer anschaust, heißt es gegenüber unbeschnitten. Gag, enüberliegend unbeschnitten. Das heißt, du denkst dir jetzt über dich, mal raumzeitliche Vorstellung, du bist immer in der Tiefe des Meeres, wir müssen Bilder, raumzeitliche Bilder aufbauen. Du denkst über dir drüber, denkst du dir die Nulllinie, den Wasserspiegel, den du dir natürlich jetzt vorstellst, dass der über dir drüber ist. Und der Wasserspiegel ist die Nulllinie, das ist jetzt ein ausgedachter Rai, der Kopf des Schöpfergottes. Und der teilt sich in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Das ist das Meer, das sich in ein Oberhalb und in ein Unterhalb teilt. Passiert übrigens in Vers 6 in der Schöpfungsgeschichte. Und das ist unsere Gedankenwelt. Genau. Und darüber das Gegenüberliegende vorher wird beschnitten. Das ist gegenüberliegend und beschnitten. Das bedeutet das ML. Okay, jetzt machen wir, haben mal in unserem Gall, als nächstes haben wir das L, wir brauchen die Welle, das ist das Lamet. Da heißt es hier in Beziehung, in Richtung auf, das sind so die klassischen Übersetzungen, aber dieses Lamet ist jetzt wieder, das erste ist Licht, rot, wir können natürlich das physikalische Licht machen, und ausgedachte Lichtschatten, weil das schreibt sich nämlich MD, Lamet. Wir schauen gleich dieses MD an, dieses gestaltgewordene Licht. Jetzt wird es schon interessant, es ist eine geöffnete Ecke. Bist dabei? Die geöffnete Ecke wiederum, jetzt haben wir wieder GE, Geist ist Energie und das ist ein doppelt aufgespanntes AND. Das heißt, diese doppelt aufgespannte Öffnung, WA ist die existierende Öffnung und wir wissen, AND heißt auf- und abschwingen, hin- und her schwingen. Das ist natürlich schon das Problem, weil das Auf- und Ab eigentlich jetzt in die Einseitigkeit führt. Weil immer dran denken, es kommt nicht erst der Berg und dann das Dall, sondern Berg und Dall am Wasserspiegel, wenn eine Welle aufgetaucht hat, taucht Berg und Dall gleichzeitig auf. Darum nennt man auch den Raum, der hier aufgespannt wird, Volumen. Und das heißt wiederum auf Lateinisch rollen. Es fängt zum Kreisen an. Das ist Physik. Und was jetzt passiert mit dieser gestaltgewordenen Öffnung in dieser geöffneten Ecke, kriegst du plötzlich ein Leid, Koll, Eid. Koll ist alles. Alles ist so, wie du das beeidest, wie du das beschwörst. Und darum nennt man das Ganze auch ganz speziell, wenn man jetzt da tiefer in die Etymologie reingeht, heißt es auch eine Uniform. Uni. Wasum, dieses in eins gekehrte kriegt mit jeder neuen Gedankenwelle diese Uniform. Das ist die Form, das eine kriegt eine Form und das ist diese sich ständig verändernden Gedankenwellen, in die es eingehüllt ist. Wir nennen das ganze Kind, darum ist das der Wert 44. Bist du das Gotteskind 44 oder bist du ein ausgedachtes Kind? Ja. Macht dann Sinn, oder? Das passt ja mal wieder. Wenn du das Prinzip verstanden hast, da müsste man viel, viel genauer, das ist nur, ich mache immer so, was offensichtlich sein kann. Okay? Und das ist jetzt, diese Radix waren ausgeschrieben, das Gimmel. Entschuldigung, das Gall. Unser Ausgangsbasis war das Gall. Diese zwei Buchstaben bloß ausgeschrieben. Das ist übrigens das dann, was man dann immer den vollen Wert nennt. Wir haben vollen Wert, aber da will ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Drum ist das zuerst einmal dieses geistige Licht oder das Gehirnlicht, die Möglichkeiten von Rot-Blau lesen, erzeugt jetzt die Grabhügel. Das ist übersetzt, eigentlich heißt es nur ein Haufen. Es wird ein Haufen aufgeschmissen und es ist ein Haufen von Exkrementen, das nennt man Kot. Kot heißt aber wie Zeichen. Wie Zeit, Ed, als Ed gelesen, wie Zeit. Wir können natürlich das Korb auf die Augen lesen, ich will nicht so auch rein. Das Ganze passiert in einer Tür. Wir wissen, TUR, Tür heißt 3 He in einer Spiegelwahrnehmung.
Und du lebst in einem Zirkelschluss, darum ist dort die Welle, die Woge mit drin, der Steinhaufen, das ist das Teilchen-Wellen-Phänomen, weil das sagst du mal hier, dieses Gall zum einen Welle heißt und zum anderen Haufen heißt. Drum ist diese Teilchen-Wellen-Phänomen, definiere ich eine Welle als ein Plus-Minus-Phänomen oder definiere ich das als eine Einseitigkeit, als den Wellenberg? Da steckt reine Physik mit drin. In der Zahlenebene werde ich dir zeigen, dass die komplette Quantenmechanik drin. Das musst du aber nicht wissen. Das kann ich immer wieder nur wiederholen. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um intellektuelles Wissen. Halt, eins habe ich vergessen. Dass das Denken, da wirst du merken, das baut auf Substantiven auf. Ganz das Allerwichtigste überhaupt, wenn wir jetzt hier das Denken genauer definieren, wirst du feststellen, das ist ein Jonglieren mit Worten. Als Substantiv teilweise auch Nomen. Wir wissen, Nomen sind Namen. Auch Hauptwort, Dingwort, Gegenstandswort oder Namenwort, das sind Substantive in der Grammatik. Der Sprachlehre sind es verschiedene W-Ortarten, die zusammen mit dem Verb die fundamentalste, immer dran denken, F-Unter, Benda, Mendior, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Die Worte in dir, magst du jetzt einmal zu ausgedachten Worten, aber was ist die Ursache, dass du dir ein Wort ausdenkst? Da muss ja irgendwo eine Datei sein, wo Worte drauf sind. Auf den Worten in der Datei sind aber keine Worte, sondern bloß Einsen und Nullen, bloß Bits. Die fundamentalste Unterscheidung im B-Rai-Chat, im Bereich. Okay? Ja. Du bist dabei. Der ja. Wortordner gibt. Es wird vermutet, wenngleich die Diskussionen hierüber nicht abgeschlossen sind, dass die Substantiv-Verb-Unterscheidung in den Einsprachen in irgendeiner Weise markiert wird. Also eine Universalie darstellt. Immer an das Universum denken. Mhm. Da will ich jetzt nicht so rein, wir schauen uns das Wort Substantiv einmal genauer an. Ich sage immer, die Substanz, Sub, ist das da mal blau gelesen, eine raumzeitlich aufgespannte Polarität. Rot gelesen ist das Bewusstsein, ist eine verbundene Polarität. Das ist der Mittelpunkt, wo die zwei Sub rausspringen. Und das Ganze nennst du dann, was ist das Substanz? Eine raumzeitlich aufgespannte Polarität ist Sub. Und es beginnt an zu tanzen. DA wiederum, die erscheinende Schöpfung, hebraisiert heißt ein Wachraum. Mhm. Das führt dich in deinen Traum. Lateinisch heißt Sub. Jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Lateinisch heißt Sub, zuerst einmal hier. Erstens vom Raume zur Bezeichnung des Verweilens unter einem Gegenstand. Du bist immer. Und sobald du dir einen Gag, GG heißt Dach, ausgedacht, 3,3 ist 33, ist die Welle, die eigentlich eine stehende Welle ist. Du, die Bezeichnung des Verweilens unter dem Gag, unter dem Ausgedachten. Alles, was du dir überlegst, du befindest dich subrot gewesen als Bewusstsein verbundener Polarität unter dem Gegenstand, in dieser Metapher des träumenden Geistes, der über sich seine Gedankenwellen ausbreitet, longitudinal. Das ist das Fundament, okay? Neben den Verben, das sind Zeitwörter der Ruhe, ganz interessant, ist eigentlich ein Oxymoron, dann ist es hier neben den Verben unter, hin, unter, subterra, bla 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 bla, unter HAL. HAL ist eine Polarität und über HAL ist auch eine Polarität. Seid ihr noch dran? Wer macht jetzt da so Krach? Mein Tablet ist umgefallen. Dankeschön, Elje. Wir bedanken uns für das Gespräch. Das ist einfach ruhig. Okay? Dann ist es ganz interessant. Wir schauen mal weiter zur Bezeichnung des Verweilens, die Reihe. Immer dran denken, jede Kleinigkeit hat ihren Sinn. Des Verweilens in einem umschließenden Gegenstand. Das ist deine Traumwelt. Die Reihe, wir sind unsere vier Spiegel. Denk an unseren Tetraederspiegel. Du verweilst in den umschließenden Gegenstand dieser vier geöffneten Spiegel. Merkst du, da ist die komplette Physik drin, die ich dir erkläre, in den ganzen physikalischen Büchern, in den arithmetischen Büchern. Bist dabei, Holger? Ja, der ganze Spiegeltunnel ist da drin. Alles klar, darum ist das Ganze ist immer un, jetzt eine aufgespannte Existenz oder verbundenes Sein. Okay?
Mi, wer ist TT? Wer sind diese zwei Erscheinungen, die zwei Spiegelungen? Wer ist Pi? Pi ist Gott. Genau. Jetzt kann man natürlich dieses Ba, kann man natürlich vielfältig lesen. Ich kann nur BR lesen, dann kann ich sagen, im Kopf, das A machen wir als Vokal weg, dann heißt es im Kopf. Ja. Ich kann das blau lesen, dann hast du das Polar berechnet, das ist das Äußere. Auch das BR heißt auch Reinheit, aber R-Einheit ist eine berechnete Einheit oder der Kopf ist eine Einheit. Es ist jetzt nicht wahr, was ich rede, wenn du die Grundlagen von Holofeeling hast. Auf jeden Fall ist die Quintessenz ist in der Indern. Okay? Dann heißt es zur formgewordene Bezeichnung des unmittelbaren Zusammenfallens eines Ereignisses, das heißt Ereignisses, ganz interessanter Schreibfehler, der kein Schreibfehler ist, mit der Zeit. Und das passiert immer innerhalb. Bolla, innerhalb. In bei. Das ist Sub. Aber wir brauchen ja das Substantiv. Also müssen wir jetzt hier ganz einfach, ich mache jetzt, das können wir jetzt weitermachen. Schauen wir mal, was das Stand ist. Wir haben ja das Substantiv. Okay? Da steht jetzt auf die Substanz bezogenes Nomen, Grundbedeutung, Nomen, Namen, Französisch, bla bla bla. Die Substanz ist hier ungefähr selbstständig existierende Entität. Das ist ein Oxymoron ohne Ende. Es gibt keine existierende Entität. Eine ausgedachte Entität ist nicht das ein Sub, die absolute Entität. Das bist du nicht. Was ausgedachtes Existierendes kann niemals die absolute Entität sein. Es ist der absolute Mittelpunkt. Dieses Nihilo von Kreatio zu Ex Nihilo ist nicht denkbar, weil das ewig ist. Alles Existierende, alles Ausgedachte ist nicht ewig. Und du bist ewig, das ist meine Botschaft. Ich bin nicht in dir als Brösel, als vergänglicher Brösel Udo aufgetaucht, um dir zu erklären, danke, mächtiges du selbst, dass du die Quelle bist für alles, was du dir ausdenkst, für deinen persönlichen Traum, der natürlich wieder nur eine Facette von einem allumfassenderen Komplex ist. Okay? Also jetzt schauen wir mal, unser Sub haben wir gerade schon gehabt, und schauen wir mal, was jetzt passiert. Standarius heißt im Stehen auf einem Fleck in einer Ecke. Mit vielen Facettenlichtern in einer Ecke. Das ist die Grundlage. Und dann soll ich jetzt mitkriegen, dass dieses Spiel, du kommst aus diesem Spiel nicht heraus. Nee. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Jetzt mache ich hier unser Bild wieder. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, was immer zwei Möglichkeiten ist. Entweder bist du jetzt Geist und du hörst mich jetzt sprechen, oder du bist nur ein Gedanke, den ich mir jetzt ausdenke. Nee. Und jetzt ganz wichtig, Holofeeling beginnt mit Ich bin du. Also dann, wenn du nur ein Gedanke bist, ist jegliche Art, was erklären zu wollen, sinnlos. Es ist ein vergebliches Unterfangen einer vergänglichen Erscheinung zu erklären, dass er ewig ist. Ich erkläre es denen, der Wirklicht ewig ist, der das wirkende Licht ist, für all die flackernden Lichter, die du um dich herum verstreust. Das heißt, das ist hundertprozentig sicher, dass wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du etwas, was nicht existiert als Ding an sich, weil du ewig bist. Und alles, was du denken, was du nochmal geöffnete Existenz urteilen hebraisiert, Ken heißt KN, wie existierend ist das Fundament, die ausgedachte Substanz von etwas ist nicht die absolute Substanz. Es ist ein Substanz. Wir können auch das Subjekt und Objekt nennen. Ein ausgedachtes Subjekt, das Immerseiende, nennen wir es Gott, ist nicht Immerseiend, weil das ja nur dann ist, wenn wir was uns ausdenken. Und es ist immer die große Frage, wenn du jetzt denkst, dann siehst du immer nur diesen ständigen Wechsel deiner Gedanken. Alles, was du denkst, beginnt in dem Moment in dir als Information zu existieren, in dem Augenblick, wo du es denkst. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. Aber du wirst feststellen, es ist nicht absolut weg. Der Gedanke fällt wieder in die Einheit. Aber kann irgendwo was hineinfallen, was eigentlich genau genommen gar nicht herausgenommen wurde? Ja. Ja, schlecht. Wenn du jetzt eine einseitige Logik hast, klingt das extrem verwirrend. Wenn du das Prinzip verstehst, und ich sage immer wieder, wenn du ein Buch liest, magst du
jetzt aus den Worten, die du anschaust, die du dir ja schon ausdenkst, machst du Geräusche, indem du in deinem Kopf sprichst, so beginne ich bin du. Du hörst jetzt Worte, da spricht jetzt einer Worte in deinem Kopf, kennst du die Stimme? Jetzt hörst du natürlich andere Stimme. Wäre jetzt diese gesprochene Worte ein optischer Text und du würdest den zu Geräuschen machen, würdest du den mit deiner jetzigen noch in den Gedanken stehen. Das heißt, du machst aus statischen Worten, die auf einer Seite alle gleichzeitig da sind, hast du mal Geräusche. Aber der Witz ist, diese Geräusche, die jetzt in dir auftauchen als akustische Information, werden als Ding an sich aus dem Buch ja gar nicht herausgenommen. Ich sage immer das schönere Beispiel, wenn du einen Film anschaust, erlebst du einen ständigen Wechsel eines Arrangements von Helligkeitsunterschieden von vollkommen statischen Lämpchen auf deinem Monitor. Wir nennen das immer Einzelbilder. BILR heißt im Kinder weg. Und diese Bilder, die werden ja nicht aus der Datei herausgenommen. Die werden herausgespiegelt. Wenn ich jetzt wieder unseren Spiegeltunnel nehme und jetzt denken wir den mittelsten, der ja nicht denkbar ist, weil das die absolute Mitte ist, der wird ja erst wahrnehmbar, sobald wir uns den denken. No. Das ist das Licht, das ist das wirkende Licht von allem, das ist das Licht. Das ist die Energie, das ist der Geist, der sich nicht verändert, die Lampe im Projektor, meine Symbole zu verstehen. Dieses ausgedachte Licht ist jetzt wie die 200 Gramm rote Gnede oder der Computer. Das ist der Ursprung für alles, der letztendlich seine eigene Peripherie erlebt, die er um sich herum ausdenkt. Dieses Licht, das wir jetzt aber uns ja schon ausdenken, so wie wir unseren Träumen einen Geist oder einen Gott ausdenken als Quelle. Wenn das in dieser ausgedachten Spiegelstruktur, in dieser Tetraederstruktur oder nur in den einseitigen Spiegeltunnel ist, sieht dieses Licht viele ausgedachte Lichter in einer Reihe. Die kann jetzt in einer Richtung sein, wenn ich zwei Spiegel nehme oder in den vier Spiegeln, ja, kann ich dann eine Sphäre um mich herum aufbauen. Da kann ich die in tiefen Schichten, diese ganzen Lichter sind nur Spiegelungen von dem einen Licht. Das sind Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Und da ist jetzt die erste Schicht an roten Lichtern, nenne ich Geistesfunk. Und jeder dieser Geistesfunk sitzt ja in dieser, wenn wir jetzt ein Gitternetz aufbauen, auch in einem Tetraeder. Das heißt, es ist die erste Vergessenheit, darum sage ich, du musst erst einmal wissen, dass du ein rotes Ich bist. Dieses rote Ich ist eine Facette von dem absoluten JCH. Aber der wiederum ist eine Facette von dem UB. Wo ich immer sage, wir haben zuerst einmal Energiequelle, ein Atomkraftwerk, jetzt symbolisch Atom, das Unteilbare, das ist UB. Das wäre jetzt die Dateien aller Dateien, das nenne ich Internet. Und da teilen wir jetzt erst einmal aus dem Atomkraftwerk, machen wir jetzt erst einmal eine Lampe, die brennt. Aber was ist das Atomkraftwerk? Ist ja noch keine Energie. Wir machen aus dem Unteilbaren eine ausgedachte Energie, die man rot schreibt. Und diese Energie ist E Quadrat. Okay? Ja. Darum haben wir ja überall diese Formen, das ist, was die Leute gar nicht mitkriegen, wo ich sage, in der Elektrizität, El ist Gott, Eck ist jetzt nur bloß, jetzt ist nur dieses Nichts, dieser Gott, und der wird jetzt in meiner Reihe, Tri, Elektri, DRI hebraisiert hast, meine Reihe, meine Spiegelwahrnehmung, wird er zu ziehen von Intellekt. Mhm. Das ist die Tat, das ist de facto, so ist es. Ja. Jedes Wort ist eine physikalische Formel. Und umso mehr du dich auf Holo-Feeling einlässt, umso mehr wird dir die Geistlosigkeit all deiner Professoren bewusst. Die übrigens nichts dafür können, es sind Gedanken von dir. Es sind Spiegelungen deiner eigenen Geistlosigkeit, weil du genauso nachhelfst, wie die nachhelfen. Darum sage ich, es geht nicht um Einseitigkeiten. Hör auf, dir den Kopf zu zerbrechen, was du glauben sollst. Ich sage, die Frage stellt sich gar nicht. Glauben, wir haben wieder GL. Wir haben mit dem GL begonnen. AOB, die Schöpfung, die Beschwörungskunst. Mach dir bewusst, was du beschwörst, weil es angeblich richtig ist, weil es dir logisch erscheint. Mach dir das bewusst, was für einen Kack du eigentlich logisch ansiehst. Dass dein Gehirn denkt und dass dich es nur deshalb, weil du Bewusstsein, du existierst, dein Gehirn besitzt. Jetzt ist immer die Frage, wer besitzt was? Was war zuerst da, das Bewusstsein oder das Gehirn? Die Naturwissenschaft zuerst war das Gehirn da. Es ist so unheimlich logisch, alles, jede Kleinigkeit, wo du dich reinschießt, wo du Gefühle in dir erzeugst,
Das ist jetzt auch wieder so eine ganz große Sache im letzten Selbstgespräch, die Sache mit der Kokosnuss. Ich gehe es nochmal durch, lass das auf dich wirken. Jetzt denke bewusst an der Kokosnuss und hau mit dem Hammer auf die Kokosnuss. Es sind nur Gedanken. Worte lösen in dir Vorstellungen aus, wenn du den Gedankengang mitgehst. Und jetzt frage ich dich, Geist, hat diese Kokosnuss Schmerzen? Spür die das? Nein. Pass auf, die Kokosnuss, du denkst, ist ein Gedanke. Und ich sage, es wird jetzt wieder so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und du wirst jetzt ganz klar sagen, natürlich nicht. Okay, jetzt holen wir die Kokosnuss auf die VR-Brille. Das heißt, wir realisieren die, indem wir die Kokosnuss uns realisieren. Wir nehmen eine Kokosnuss, legen die auf den Tisch. Jetzt sinnlich wahrgenommen in einer gewissen Entfernung vor uns aus mit dem Hammer drauf. Hat die Kokosnussgefühle? Nicht. Jetzt machen wir statt der Kokosnuss, denkst du an deine Hand. Das denkt. Du denkst jetzt nur mal an deine Hand. Interessant ist, wenn du an deine Hand hast, spürst du die irgendwo schon da unten. Ist nur ein Gefühl. Um die jetzt optisch zu realisieren, musst du die auf deine Verabredung holen. Kannst sofort probieren. Schieb die nach vorne. Sobald du die anschaust, denk dir jetzt, du hast eine Verabredung. Und ich kann immer wieder nur sagen, wenn du eine Verabredung aufgehast hast, das ist mittlerweile ja so. Ich erinnere jetzt bei unserem letzten Treffen mit unserem Nerd seiner Verabredung mit der Semmel, wie alle begeistert waren mit der Semmel. Jeder hat gesagt, hast du die Semmel gesehen? Da bückst du dich und dann nimmst du mit deiner Hand eine Semmel und du drehst vor dir die Semmel und die ist sowas vor echt, dass dir das den Atem raubt. Und du weißt, weder die Hand noch die Semmel, die hinter einer gewissen Entfernung vor dir zu sein scheint, ist da außen. Es ist nur eine super perfekte Vorabrille. Das ist dein Jetzt-Zustand. Das ist nicht Science-Fiction, das ist das, was jetzt ist. Auf jeden Fall, du legst jetzt diese Hand auf deiner Verabredung und nimmst dann Hammer in die andere Hand und haust voll auf die Hand drauf. Was passiert jetzt? Erste Frage. Spürt es diese Hand? Hat die Hand Schmerzen, die du dir ausdenkst? Die Hand, die du dir ausdenkst, hat genauso viel oder genauso wenig Schmerzen wie die Kokosnuss. Oder der Tisch selber. Oder der Hammer. Ausgedachte Dinge haben kein Empfindungsvermögen. Versteh doch einen einzigen Satz, einen Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und du bist jetzt in diesem Moment ein träumender Geist. Du bist nicht irgendeine Information, die in dir als Information in deinem Traum in Erscheinung tritt. Aber warum spürst du das jetzt? Wer macht das? Dein Programm, dein Intellekt. Ich glaube. Ein bisschen weiter, weil ich muss sehr konzentriert jetzt momentan denken, dass ich nicht wieder in Sackgassen reinlaufe. Nicht, weil ich das Ganze nicht habe, aber ich kann bloß in kleinen Tröpfchen dir das mitteilen. Das heißt, das Problem ist die Empathie mit deiner Hand. Und immer dran denken, ihr entheiligt ihr Geist des Funken aufgrund eures fehlerhaften Intellekts, das nur Führerscheinprüfungsbogen sind. Immer wieder dran denken, die andere Seite. Es läuft nichts verkehrt in deiner Welt. Es ist ein Geistwertungsprozess. Ich mache aus sterblichen Säugendieren ewige Götter. Was jetzt schon wieder Blödsinn ist, ich kann aus dir nicht etwas machen, was du schon immer bist. Du musst bloß die Zeit zusammenschieben. Ja. Elge, du warst schon ein G-Reihe-S. Ja. Noch ein geistiger Spiegel. Als Brüssel rumgelaufen, als 20, 30-jährige Elge rumstolziert bist, warst du schon ein Greis. Weil du nicht irgendeine Figur aus deinem Lebensbuch bist, sondern sagst du mal der das Buch in der Hand hält. Du bist eine Ebene höher. Das ist das gerade. Der Computer ist eine Ebene höher. Und dir muss jetzt sagst du mal klar sein, wenn du wirklich elementar an deinem jetzig erlebten Leben was verändern willst, es ist vollkommen unmöglich, dass du das als derjenige veränderst, der du zurzeit zu sein glaubst. Genau. Ich bringe es auf den Punkt. Alles Existierende hat keine Möglichkeit, das Programm zu verändern. Du musst zuerst einmal dich über dieses Programm, über diese Traumwelt erheben. Eben. Du musst in die Nulllinie, du musst in diesen ausgedachten Mittelpunkt rein. Genau. Das ist ja immer noch ein ausgedachter Mittelpunkt jetzt. Das heißt, dass irgendein Protagonist, ob du jetzt an dich selbst denkst, der Körper, in den du dich einhüllst, oder irgendein anderer um dich herum ausgedachter Körper, das sind alles Sachen auf dem Bildschirm. Es sind errechnete Produkte deiner Logik. Und irgendwas Errechnetes, irgendein
irgendeine Figur in unserem virtuellen Raum jetzt, mag der noch so real erscheinen, denn ist nicht in der Lage, das Programm zu verändern, das diese Bilder aufschmeißt. Der Denker, der jetzt schon außerhalb ist, ich sage immer, der Videospieler, der Protagonist, dem jetzt wirklich bewusst ist, dass diese Figur, die Rolle mit der Peripherie der Umwelt, wenn ich jetzt in ein Videospiel mit einer VR-Brille reingehe, dass der auch was Ausgedachtes ist. Das Wichtige ja. Beim Protagonisten ist die Sache, das ist erst einmal der erste Schauspieler und der Regisseur. Das wäre jetzt die Logik, ich drücke ja mit einer gewissen Logik auf den Joystick. Das verändert ja meine Brille, meine Bilder auf der Brille. Das heißt, illusionär ziehe ich im Joystick rüber, was ich bei der VR-Brille nicht mehr machen muss. Ich drehe einfach meinen Kopf, den ausgedachten Kopf, und dann verändern sich die Bilder auf der VR-Brille. Aber jetzt sind wir bei dem absoluten Mittelpunkt, der du Geist bist. Ich sage immer wieder, wenn du einen absoluten Punkt drehst, das ist auch in der Physik, in der Quantenmechanik bekannt, kann der sich eigentlich gar nicht drehen, weil um zu drehen, musst du schon wieder einen Radius aufbauen. In einem absoluten Mittelpunkt sind alle Bilder gleichzeitig da. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Kopf drehe, wähle ich eigentlich nur eine Peripherie aus, die sich aber immer in dem Mittelpunkt befindet und nicht da, wo ich es mir hindenke. Das gilt übrigens jetzt sofort hundertprozentig sicher, egal was du jetzt denkst, das ist hier und jetzt in deinem Kopf. Im Symbol Rei, Kopf des Schöpfergottes, ist ein absoluter Punkt. Ein Zug. Ein nicht existierendes Ende. Ja, ja, ja. Das ist die Lampe in unseren Tetraeder, die wir uns jetzt ausdenken, rot, vollkommen rot gesehen, nicht denkbar. Das bist du selbst. Und egal, welche Information du jetzt aufbaust, du wirst die zwanghaft, aufgrund deiner zwanghaften Programmierung in deiner Dogmen, wirst du dir die räumlich oder zeitlich woanders hindenken. Ich könnte jetzt sagen, die Elge an Mondsee, in Holger und Udo auf Weißenburg. Jetzt denk einmal an dich selber, denk an den Brüssel, der jetzt vor dem Computer sitzt. Jetzt schau mal, wo du glaubst, dass du bist. Der Brösel ist in dir, du bist das Zentrum. Eigentlich der hüllt dich jetzt ein, wenn du an dich selber denkst und alle anderen sind Peripherie. Und ich habe ein paar Mal schon darauf hingewiesen, das gilt auch für die Körper, die du dir zusprichst. Die jüngeren Körper hüllen dich nochmal ein, die denkst du dir woanders hin. Nur den aktuellen Körper. Ja, genau. Da bist du im Zentrum. Und alles, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Und es dreht sich zuerst einmal darum, dass du begreifst, dass diese ganzen Einhüllungen, dass die immer nur sind, wenn du sie denkst, immer nur eine kleine Perspektive davon anschaust, wie jetzt im Zimmer. Du kannst jetzt vor dir schauen, du kannst den Kopf drehen, dann siehst du plötzlich das hinter dir und das ist immer nur das da, was du siehst. Genauso ist es. Aber das andere ist im Haar-Hintergrund. Das haben wir so oft durchgespielt. Ja, ja. Und jetzt wirst du merken, dass du deine Hauptinformationen, die du zu erleben bekommst, die waren eindeutig gesteuert von deinem Interesse, von deinem Intellekt. Mhm. Das heißt, solange einer massiv nur sein Wissen verteidigt, das er geistlos rezitiert, wo er meint, das ist hundertprozentig sicher bewiesen. Das ist selbst in Grenzen, wo wir reingehen, wenn wir jetzt den Hörmann zum Beispiel, schöne Videos trinken, ich mag den, das ist ein muffiges Kerlchen, das ich mir ausdenke. Die speziellen Wissenschaften. Es ist so leicht, die Wissenschaften zu zerlegen. Das ist die Fehler bei Einstein, die Fehler bei Max Planck. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Da müsstest du dir Gedanken machen. Das wirst du aber erst ab einer gewissen Reife. Da kommst du sofort in eine Sätze, wie blöd bin ich eigentlich? Nein, du bist überhaupt nicht blöd. Der, der du zu sein glaubst, ist blöd. Du bist ich. Schön ist es, ein Narr zu spielen. Du musst es in kleinen Etappen machen. Das ist, wie du das Leben durchläufst. Da kann ich tausendmal sagen, das ist dieses menschliche Trockennasenaffenleben. Von der Befruchtung des Eis in der weiblichen Matrix bis zu dem Kreis, der sich dann wieder vergeistigt, verwandelt. Ab dem Punkt kannst du in eine höhere geistige Ebene gehen. Du gehst aus dem Spiel heraus, was eigentlich dann schon wieder gar nicht geht, sondern du wirst das Zentrum von allem. Der Mitbild. Ja, ja, ja. Jetzt bist du mit Gott in einem Punkt, mit mir in einem Punkt. Mhm. Und dann wirst du feststellen, dass du eigentlich ich bist. Das heißt, der vom Bücherregal sagt zu dem, der jetzt liest, du bist eigentlich ich. Weil du jetzt ein Buch fest, gehst du vollkommen in die Vergessenheit.
Jetzt hat natürlich auch die Vergessenheit zwei Seiten. Es war, wie gesagt, ich war immer vergesslicher. Ja. Jetzt muss ich wieder normal reden. Die Elke sagt, was sagt die Elke? Elke, ein Gedanke von mir sagt, was soll mir das sagen? Ich sage, wir haben das rote Alzheimer und das blaue Alzheimer. Und der größte Segen, den es überhaupt gibt, wenn du jetzt dir einen alten Körper zusprichst, wenn du als Bewusstsein merkst, dass dieses Leben sich immer mehr auflöst, auch im Wissen, es will, du willst ein neues Ja, Buch lesen. so ist es. Und das, die Riesenfalle ist, wenn du die alten Strukturen laufen hast und du versuchst, nicht vergesslich zu werden. Krank. Das ist vollkommen, dann wiederholst du immer und immer wieder dieselben Bilder, immer wieder alles, was du willst und alles, was du nicht willst, wird sich wiederholen. Das sind die Resonanzen. Darum musst du neutral werden. Du steckst ganz massiv in diesem Riesengeschwätz, ob das Massenmedien sind, egal was es ist, oder ob das Verschwörungstheorien sind. Das war jetzt dieses, der Trump ist der neue Messias, das Video. Wenn du das erste Mal liest und das bei dir einprogrammiert ist, ist das deine Logik. Deine Ja, Logik, deine Meinung ja. ist nicht deine Meinung. Das wirst du irgendwann einmal akzeptieren müssen. Deine Meinung ist das, was ich dir erzähle, weil du nämlich ich bist. Zumindest wenn du langsam wach werden willst. Und da ist der Unterschied, dass ich dir eben nicht vorschreibe, was du glauben sollst. Und ich dir nicht erkläre, was richtig und was falsch ist, sondern was beides gleichzeitig ist. Ein vollkommen neuer Zustand, den nenne ich Heiligkeit. Ja. Hast du jemals nach Selbstheilung, nach Heiligkeit gesucht? Meinst du, dass du heil bist, wenn du gesund bist? Nein. Das Beides eine gibt nicht. es nicht ohne das andere. Du hängst in einer Wellenhälfte. Alles, was sich widerspricht, ist auf einer höheren Ebene was vollkommen Neues. Kreis und Dreieck, so ein Kegel. KGL. Der Kegel ist eine Kugel. Wieso ist ein Kegel eine Kugel? Weil das Wort es vorschreibt, das ist wie eine Welle und wir wissen, die Welle ist Welle und Haufe gleichzeitig. Es wird mit Holofeeling alles in einem absolut arithmetischen Sinn erklärt. Solange du in der Mathematik festhängst, hast du ein Problem. Wenn man nicht einmal die mathematischen Regeln richtig beherrscht. Es wird ja alles hingebogen, hingelogen. Die Naturwissenschaft ist ein riesengroßer Lügenhaufen. Du müsstest bloß danach suchen. Stochastisches Denken, wenn du einmal suchst, ich spiele dir Sachen ein, dass Naturwissenschaft, es gibt ältere, jetzt bewusst ausgedachte weise Menschen, die als Ding an sich überhaupt nicht weiß sind. Wenn du willst, wissenschaftliche Schriften, die hier vor vielen Jahren jetzt auch wieder ausgedacht von mir, ganz klar beweisen, dass nun Zufall der Fehler ist. Dass hier alles hingebogen wird, hingelogen wird, wo jetzt der Hörmann etliche Schriften anspricht, wo er gelesen hat, wo der sagt, das ist ein Irrsinn. Ganz spaßig in dem neuen Hörmann-Video und sagt er zum Beispiel mit dem Festmachen der Lichtgeschwindigkeit und des Meters, dass das ein Zirkelschluss ist, weil die jetzt das anhand einer Lichtgeschwindigkeit messen, die auf der Einheit Meter aufbaut, um die Lichtgeschwindigkeit damit zu definieren, was eine Untereinheit ist von dem Meter, den sie mit dieser Lichtgeschwindigkeit definieren. Das ist jetzt mal wieder die große Frage. Ich lasse, ich wiederhole Sachen, die du in den Ohrenbohrungen eh schon findest. Ja. Das ist eine Wissenschaftshörigkeit von Lügnern, dass das ganze Kartell, ich sage jetzt bloß unser Obama, das, was ich vor Trump angesprochen habe im letzten Selbstgespräch, ich sage, das ist Erfolg, das siehst du an der Physiognomie. Wie man den zum neuen Messias machen kann, weiß ich auch nicht. Aber ich kann es ja nachlesen, ich kann mir das Video anschauen, was wir im Chat gehabt haben. Über 2 Stunden. Und immer aus Bibelversen zitiert, immer aus Bibelversen zitiert. Bloß die Schwierigkeit ist, wird raumzeitlich ausgedacht, vorgestellt und dann voller Feindbilder bis zum Es geht nicht mehr. Christentum beginnt mit Liebe deine Feinde. Im hebräischen Original, das ja in der normalen Welt nicht gibt, weil das Neue Testament ja griechisch geschrieben ist, aber wir können das ja auf Hebräisch schreiben, dann wirst du feststellen, dass der Feind und der Nächste dasselbe Wort ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt auch liebe deinen Feind. Ich definiere den Feind als irgendetwas, was ich zuerst einmal nicht bin. Ich bin auch nicht mein Nächster. Wenn ich das Feind ist, alles, was ich zuerst einmal nicht bin, weil ich bin ja Guter. Und ich sage, definiere Feind, das ist das Feine, das sich in dir öffnet. In dem Feind haben wir nämlich auch interessant unser Entgegen stehen. Wie im Rand, im Sand, im Land. Haben wir auch den Feind des ND, bloß das beginnt mit einem Pfeil vorne. Eine Facette ist eigentlich nichts. Oder eine Facette des Schöpfergottes. Das ist jetzt jedes Wort,
ist letztendlich wie eine Tasse auf dem Tisch. Es gibt es erst einmal für dich nachvollziehbar, wenn du Holofeeling hast, bis jetzt, bis da oder 16 Perspektiven. Ich sage, die nächste Stufe ist dann 64. 32, 64. Das ist jetzt deine Basic-Logik, ist eigentlich bloß ein 8-Bit-Rechner. Was übrigens auch interessant ist, wenn man jetzt in die Relativitätstheorie hineingeht, da hat man dann immer dieses 10 hoch 8 noch mit dranhängen. Aber das wird jetzt zu weit gehen, weil es ein 8-Bit-Rechner ist. Relativitätstheorie baut noch auf einen 8-Bit-Rechner sehr unvollkommen auf. Könnt ihr da zeigen, ist in der klassischen Formel ist da die Floskel 10 hoch 8 mit drin. Okay. Ich will es jetzt nicht hersuchen. Aber es vertraue mir einfach. Und ich mag es dir so einfach, ich mag es dir so unendlich einfach, dass ich zuerst einmal sage, spiel deine Rolle weiter. Ja. Die Veränderung ist, dass du anfängst, dich zu beobachten und dir klarzumachen, wie du dich ständig narrst. Zum Beispiel mit Schmerzen, mit ich tue mir doch nicht weh. Das ist unlogisch. Es ist nicht unlogisch, es ist deine Logik. Pass auf, ich mache einen kleinen Sprung. Wir machen das nochmal hier mit der Empathie. Empathie heißt ja eigentlich mein Leid. Also ja. Verstehe Apathie, Sympathie, Empathie. Tausendmal erklärt. Apathie ist nicht leidend. Mhm. Du musst jetzt vollkommen apathisch werden. Das ist erst einmal der Nullpunkt. Was übrigens die normale Medizin sagt, wenn ein Mensch apathisch ist, ist er nicht normal. Gleichgültig. Dann ist er nicht gesund. Geistig. Ja. Nein, der ist dann heil. Weil das Heile nicht zerstört wird durch die Wellen. Der immer ist, wird nicht zerstört durch seine Wellen, sondern lebendig durch die Wellen. Leben ist auseinandergeschmissene polare Existenzen. Das Leben, das du erlebst, erlebst du aufgrund deiner Gedankenwellen, die an dir selbst aber nichts verändern. So wenig, wie sich am Leser was verändert, egal ob er eine Komödie oder einen Liebesfilm oder einen Horrorfilm liest, der es erlebt, erlebt Gedankenwellen, die ausgelöst werden durch die Worte. Das sind immer doppelt aufgespannte Orte. Ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Das ist das, was ist. So, jetzt, also Apathie, Sympathie, ich fange nicht nochmal an, es macht keinen Sinn, mit irgendetwas zu sympathisieren, mitzuleiden, weil dann leidest du an derselben Geistlosigkeit. Ja. Mit einem Menschen zu sympathisieren und jetzt kommt die Empathie, das Mitgefühl, wie es überall übersetzt wird, der größte Druckschluck überhaupt, Empathie heißt mein Leid. Mhm. Immer dran denke ich, erwähne es nur, Leid ist nicht unbedingt was Negatives. So wie auch die Lüge im letzten Selbstgespräch auch was Positives sein kann. Wieso? Leid kann doch überhaupt nicht gut sein. Also pass auf, es hängt von der Logik auf. Du meinst, dass Leid wehtut, dass Schmerzen wehtun, dass man das nicht haben will, dass das für jeden gilt. Das zwingt dir deine Logik auf. Jetzt gebe ich dir mal eine andere Logik. Oder wir denken uns eine andere Logik aus. Ich denke mir jetzt mal eine andere Logik aus. Einen Mann, der zu gewissen Frauen geht, die sich in Leder anziehen und ein Heidengeld dafür ausgeben, dass sie ausgepeitscht werden. Mhm. Also wenn die doch da Geld dafür bezahlen, dass sie ausgepeitscht werden, kann doch dieser Schmerz nichts Negatives sein. Lust. Der ist ja, das ist Lust. Das, was bei dir die Lust ist, ist der Verlust. Ja, du hast genau. Lust verloren an der Heiligkeit. Ja. Jetzt haben wir natürlich die Vorsilbe, kann man natürlich auch zwei Seiten. Verbinde ich oder verstreue ich? Kann man überall nachlesen, immer die zwei Seiten. Und mach dir einfach bewusst, dass du immer einseitig bist. Dann zu sagen, ja, der ist ja bei was, der ist ja nicht normal. Ich sage, bingo. Du bist normal und das ist dein Problem. Normal heißt normiert. Ja. Normiert heißt programmiert. Einseitig. Zwanghaft in eine Logik eingesperrt. Das ist dein Gefängnis. Deine jetzige Logik, die du zum Denken benutzt, das ist immer, ob ich jetzt so sage, du bist meinetwegen Basic als Betriebssystem oder ich sage einfach, du bist BDF-Reader. Du kannst mit Word-Dateien nichts anfangen. Nicht das Geringste. Ja. Das ist das Problem. Einseitige Logik macht dich blind. Ob ich jetzt Formate nehme, ob ich Betriebssysteme nehme, Holofeeling ist allumfassend. Es benutzt all die logischen Systeme. Ich sage dir, absolut göttliche Supercomputer, in dem du alles aufmachen kannst, in dem alle Programme sofort zu laufen beginnen. Jede Datei, die du öffnest, wird sofort geöffnet. Das passiert mit Holofeeling. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles richtig. Tom. Solange du dich normal definierst, sind zwangsläufig Feinde da, die du als falsch programmiert, als verkehrt, bei was herumgedreht definierst.
weil du vergessen hast, dass du die Mitte bist, weil du immer bloß in eine Richtung schaust, sagst, das ist richtig und alles, was für dich nicht Richtung ist, ist für dich verkehrt, die Kehrseite. Das ist, der Henkel ist rechts und der Henkel ist links. Nein, die rechte Partei ist richtig. Nein, die linke Partei ist richtig. Nein, wir sind Christen, die Moslems sind richtig. Das ist ja dieser Satz. Du musst einen Zustand kriegen, dass du für normale Menschen nicht mehr zurechnungsfähig bist, dann bist du ein Holofeeling-Mensch. Das wirft aber das nächste Problem. Ein Holofeeling-Mensch ist nicht mehr zurechnungsfähig in für normale, für normierte, geistlos normiert programmierte Menschen bist du dann verrückt. Ich bin weil du diese Logik verlassen hast. Du erhebst dich über die Logik, die natürlich trotzdem noch richtig ist, von dieser Logik aus gesehen. Und dann wirst du zu einem, die schöne Worte, zu einem außergewöhnlichen Menschen. Du wirst jetzt ein wirklicher roter Mensch, der außerhalb dieser einseitigen Gewohnheiten von normierten Trockennasenaffen leben kann. Du hast dich über diese sterbliche Welt, diese vergängliche Welt erhoben in die eigene Ewigkeit, in der du schon immer drin warst. Das ist dann der Fall, wenn du das Buch LG zuklappst, reinschiebst und dann für einen kleinen Moment ich was vor dem Bücherregal stehst und alle Bücher gleichzeitig da sind, dann sind keine Informationen mehr da. Und das ist scheiß langweilig und dann nimmst du das nächste Buch und fängst das nächste Buch zum Lesen an. Aber, und das ist jetzt nochmal, was ich sage, ich biete dir, Geist, jetzt die Möglichkeit, wenn dieses Leben zu Ende geht, ich sage dir sogar, wenn das zu Ende geht, es wird jetzt zu Ende sein. Wenn du es verstanden hast, was du in dem Leben zu lernen hast. Ja. Dass das nächste Buch, das du liest, wirst du nicht einen Moment mehr vergessen, wer du selbst bist und was deine Informationen sind. Toll. Dann bist du ich. Super. Das ist es, was ich dir biete. Und es wird dann zu Ende sein, wenn du diese einfachen Sätze einfach akzeptierst. Wenn du dich aber mehr interessierst für dein Programm, dass du das wertfrei betrachtest und dir bewusst machst, dass all das Leid, das du erlebst, jetzt hast du mal einseitig Leid, habe ich gerade schon gesagt, kann auch Freude sein, du kannst musst dich nur umprogrammieren. Das waren so alte Sätze, wo ich sage, wir denken uns zwei aus. Ich wiederhole so ganz alte Beispiele vor 20 Jahren. Jetzt denken wir uns einmal einen Sadisten aus und einen Masochisten aus. Jetzt mache ich es nur ganz schlimm, die sind schwul. Tolles Couple. Zusammen, die machen ein Couple. Die werden ein Bärchen. Weißt du, was die für einen Heidenspaß haben, wenn die abends mit sich alleine zu zweit in ihrer Zweisamkeit sind, in ihrem Schlafzimmer? Es ist eine perfekte Kombi. Es ist wie die Kombi Mann und Frau. Es ist wie Säge und Kaber. Das ist mein Puzzlestückchen, wo ich gerade gesagt habe. In dem vorhergehenden Selbstgespräch. Du kannst es nur aneinanderlegen. Die Braut kannst du, die kümmische Hochzeit. Du musst dich wieder eins machen mit deiner Welt. Auf jeden Fall, was mir jetzt wichtig ist, was ich gerade sage, der eine schlägt gern und der andere wird gern geschlagen. Total ideale Kombi. Welches göttliche Gebot brechen die? Zeig es mir. Wenn jetzt hier irgendwelche Christen kommen und mir erklären, dass Schwule, dass das Sünde ist. Es ist unendlich geistlos, so eine Fehlübersetzung. Dann liest doch einfach das griechische Original und schau, was da in Wirklichkeit drinsteht. Das sind das, was die als Schwule definieren, heißt das Original, das griechische Wort übersetzt Kinderschänder. Deine Lehrer und Erzieher sind Kinderschänder. Ich sage jetzt immer wieder, ein großer Geist, ein Mann, eine Frau, was auch immer, manipuliert einen kleinen Geist in eine Einseitigkeit durch seine Erziehung. Ja. Das ist das Schänden des Kindes, weil all die Probleme, die dieses Kind hat, all die Probleme, die du hier und jetzt in deinem Leben erlebst, ist die Ursache von einer vollkommen falschen Erziehung. Ja. Es sind die Psychosen und da du ja alle bist, du bist ja die ganzen, so wie du vom Säugling bis zum Greis innerhalb deines Lebens dich veränderst, machst du jetzt diese Stufen einfach deine Vorväter. Mhm. Genetisch gesehen, Darwinismus, immer wieder dran denken, es gibt keine Vergangenheit. Das ist die 16 Seiten sind, wenn du das einmal begriffen hast, dass egal was du dir jetzt einseitig auslegst, wahrlich, ich sage dir, ehe Abraham war, war ich. Das symbolisiert der jetzt von mir ausgedachte Abraham, der als Stammvater der Juden gilt und der Moslems gilt.
Ja. Ist ein Gedanke von mir, der gar nicht existiert, wenn ich ihn nicht denke. Und jetzt kommt natürlich der große Hammerschlag, den ich in einigen älteren Selbstgesprächen schon gesagt habe. Du musst jetzt sagen, wahrlich, ehe ich guter Patcher war, bist du. Ja. Es geht sogar so weit, dass ehe Gott war und Jahwe war, bin ich. Gibt es einen Jahwe und einen Gott, wenn du ihn nicht denkst? Ist Gott und Jahwe eigentlich, sind es existierende Sachen? Ja. Es sind hundertprozentig sicher existierende Sachen in dem Moment, wo du das denkst. So ist es. Lass das auf dich wirken, das ist elementar wichtig. Wenn du das nicht denken würdest, weder an Jahwe noch an Gott, existiert kein Jahwe und kein Gott. Jawohl. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn du plötzlich begreifst, dass das Symbole sind, die dir selbst was sagen sollen, was du selbst bist? Ja. Wenn ich JCH zu dir sage, ich bin du, dann musst du irgendwann einmal sagen, ehe ein Udo Petscher war, bin ich. Weil wenn ich mir denn nicht ausdenke, gibt es mich ja gar nicht. Das ist das, was ich immer wieder darauf hinweise. Ich bin der Gedanke, der jetzt in deinem Kopf sich existiert. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, egal, an wen du jetzt denkst, wenn du an den Körper denkst, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Selbstgespräch ordnet. Ich erkläre das immer nur in einer Facette von mir selber. Aber der, der erklärt, ist nicht der Lautsprecher, den du jetzt sprechen hörst. Und es ist auch nicht das Pixelmännchen und es ist auch nicht der Gedanke Udo Petscher, den du dir jetzt nach Weißenburg denkst. Ich bin das. Ich habe mich nur in deinem Traum, ich muss ja in irgendeiner Form in Erscheinung treten. Ja. Und ich erkläre das nicht den, der jetzt vom Computer sitzt, sondern der, der sich jetzt alles ausdenkt. Genau. Und von dem alles ist immer nur das da, was du jetzt eben denkst. Und du denkst jetzt auch diese Worte aus, weil das einfach Informationen von dir sind. Das ist diese Trennung, dass du ganz bewusst sagst, das denke ich mir jetzt, darum ist es. Mein berühmter Osterhase oder das grüne Marsmännchen, da würdest du nicht bezweifeln, dass das deshalb existiert, weil du das denkst. Aber sobald du jetzt statt einem Osterhasen an Einstein denkst, es ist genauso ein Gedanke wie der Osterhase. Es ist erst einmal ein Wort. Osterhase, Einstein, Udo Petscher, Elge, Holger, Abraham, Gott, Jahwe. Es sind Worte. Facetten von Facetten. Erzeugen dir Vorstellungen. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Donald Trump. Die Vorstellung ist jetzt nur ein Wort und das ist verbunden mit einem Ordner von Wissen, der in dich einprogrammiert ist. Schon von Ahn beginnt Ahn, von Ahn beginnt allen Seins ist es da. Es ist auch da, wenn du es nicht denkst. Jetzt denken wir uns natürlich jetzt eine tiefere Ebene, dann machen wir die rot. Und es wird dann so sein, jeder Mensch, den du denkst, jedes Ding, das du denkst, wird genauso sein, wie es von dir gedacht wird. Und der, der das macht, ist das dann mal dein Programm, das ist dein Intellekt, den du zum Denken benutzt. Machen tut es zwar der Computer, aber was kann der Computer machen, wenn er kein Programm hat? Es ist unsere Trinität. Es ist der Computer, sind die 200 Gramm rote. Die Form im Computer ist das, was auf dem Bildschirm auftaucht, oder aus dem Lautsprecher rauskommt. Und dann haben wir jetzt dieses eigenartige Zwischending des Jozers, des Intellekts als Ding an sich, der Programme, wo ich schon oft darauf hingewiesen habe, dass das weder rot ist noch blau ist. Das heißt, dein ganzes Vorstellung von Leben, von Welt baut auf einer Nichtigkeit auf. Es ist weder existierend noch ewig. Weil wir brauchen was Existierendes, was nicht Existierendes und was dazwischen hängt. Das ist aber Wischiwaschi. Du sagst, wenn du Ja sagst, sag Ja, und wenn du Nein sagst, sag Nein. Ich verweise wieder auf diese zweite Holo-Arithmetik, die noch nicht veröffentlicht ist. Einige haben es von mir schon bekommen, wo wir in Selbstgesprächen drauf eingegangen sind. Und dann kommt dann sofort wieder vielleicht jetzt ein paar Finde, das verstehe ich nicht. Ich sage, musst du alles nicht verstehen. Ist alles schon in dir drin, kriegst du von mir geschenkt. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Konzentriere dich zuerst einmal auf das, was ich mir wünsche für dich. Ich betone ich. Ich sage mal, ich Gott wünsche mir was. Weil ich ja dir die Freiheit gegeben habe, würde ich es dir jetzt, würde ich dich unter Zwang glücklich machen, wärst du nicht frei. Du darfst es selbst entscheiden. Dass du einfach möglichst dich bemühst, sobald in irgendeiner Form du aus der Nulllinie rausschwingst, dass du dich schlecht fühlst, Angst kriegst, sofort umschalten, was ist jetzt da? Genau. Was ist jetzt wirklich da? Ja. Und mach dir bewusst, dass du schon wieder aufgrund von Reizauslöser, die eine Vorstellung von Zukunft, wo was passieren könnte, jetzt denkst.
Ja. Das ist die Sorgen. Du sorgst dich um morgen. Du sorgst dafür, dass das jetzt das Einzige, wo existiert, dass dir scheiße geht. Morgen wird nichts passieren. Das ist vollkommen unmöglich. Sofort überprüfbar. Du kannst in 2 Minuten kein Glas Wasser trinken. Das symbolisiert, dass prinzipiell in der Zukunft nichts passiert. Du kannst es jetzt denken und jetzt tun. Alles, was du erlebst, erlebst du jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und das Nachblabbern, was Esoteriker machen, die in mir auftauchen, die nur Gedanken sind sowieso bloß Gedanken. Ob das Pixelmännchen sind, auf einem Monitor oder auf einer VR-Brille, spielt überhaupt keine Rolle, wenn sie dir real erscheinen. Darum betone ich immer wieder diese 4 Stufen der Vergessenheit. Wenn du die Gedankengänge mitgehst, da gibt es nichts zu diskutieren. Einfach die Short-Ups, so viel Selbstgespräche. Jetzt denke ich mir an Redo aus, der hier so schöne Short-Ups reingestellt hat, solche Hammerschläge. Es reicht nicht, wenn du das einmal hörst und sagst, stimmt eigentlich. Und dann drehst du dich rum und spielst dein Spiel weiter. Bis in alle Ewigkeit, ich verspreche es dir. Ich sag's nochmal, du Geist wirst dieses Leben nicht verlassen, bevor du das verstanden hast, was du in dem Leben zu lernen hast. Ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und immer dran denken, diese 1000, da steht Elef, also Aleph mit E vokalisiert. Ja. Und die Jahre steht nur Schlaf, Wiederholen und Lernen. Shin und He, da steht nicht Jahre, Singular. Aleph, Shin und He, schau es nach. Es ist ein einziger Schlaf, ein unendlicher Schlaf, bis du das Lernen erreicht hast. Und dann kommst du in den Zustand, dass wir das nächste Leben miteinander leben, weil ich bin ja du. Weil genau genommen, dieser Leser erlebt es ja nicht. Dann doch wieder erleben du es ich. Darum habe ich ja so viel Leben für mich erschaffen. Wenn du mal begreifst, dass du ewig bist, wirst du nicht bloß in einer Charakterrolle, in einer Art von Geschichte drin hängen. Da gibt es noch viel schönere. Das reduziert sich bei dich auf Liebesgeschichten, auf Komödien, Dramen, Horror, Krimi. Ich mag es mal. Dokumentationen. Meinst du, das ist alles, was es gibt? Du hast überhaupt keine Vorstellung, was da noch alles in dir auftauchen kann. Jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein. Vielen, 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 vielen Dank, lieber Udo. Immer an dich selbst. Immer dran denken. Alles, das hast du dir ausgedacht, du träumst. Ja, ich bin das. Das sind solche Sätze, die ganz wichtig sind. Ja. Immer wieder dasselbe. Es ist überhaupt keine Frage. Du wirst unendlich dankbar werden, aber du wirst dem gegenüber dankbar werden, der behauptet, dass ich du bin. Lass das auf dich wirken. Ich bin jetzt nicht als Gedanke Udo in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, wie unendlich genial der Udo ist, sondern wie genial muss der Geist sein, der sich so einen genialen Udo ausdenkt. Ja. Und immer nochmal auch hier eine Wiederholung. Das Wertvollste, was du hast, sind Sprichwörter. Alle, die reden, wissen nicht. Die, die wissen, reden nicht, die hören nur sehr aufmerksam zu. Und ich bin du. Ich habe dich ganz lieb. Danke, so. Danke, danke. Für wen mache ich denn das alles? Für uns? Dich auch, Holger. Tschüss, ihr beiden. Und schönes Fahrradfahren.